Also Leute, nochmals danke für letzte Woche, euer Verständnis, eure Großzügigkeit. Ich habe den Livestream gemacht. Ich bin erstaunt gewesen, es kamen tolle Fragen, es kam sehr viel Verständnis eurerseits, weil die Technik, die haperte ganz heftig. Ich habe dann gesehen, dass ich im falschen WLAN eingeloggt war und eine hundsmiserable Upload-Rate hatte. Das soll keine Entschuldigung sein. Ich gelobe Besserung, entschuldigt die Zombie-Fratze. Nächstes Mal wird es besser. Voraussichtlich irgendwann im Februar, den zweiten Livestream. Dann hoffentlich ohne technische Probleme. Gut. Zwei Dinge. Konstruktivität und Destruktivität. Konstruktivität nennen wir es mal aufbauen. Destruktivität abbauen. Mal ganz einfach gesagt. Beide entwickeln eine Eigendynamik, sowohl die Konstruktivität als auch die Destruktivität. Ein Beispiel für Eigendynamik in Destruktivität ist der Konsum von Substanzen, der Konsum von Drogen. Das sich berauschen durch Einnahme von Stoffen von außen, sage ich mal. Also nicht berauschen mit den eigenen Ressourcen oder der Natur, Glücksgefühlen, Liebe, was auch immer. Nein, sondern Suchtmittel, irgendwelche Stoffe, irgendwelche Psychopharmaka, irgendwelche illegalen Drogen, Alkohol, was auch dazu gehört. Das destruktive Handeln, das erweitert sich. Ihr werdet euch im betrunkenen Zustand nicht gut tun. Ihr werdet im betrunkenen Zustand viel weniger darauf achten, wie ihr euch ernährt, wie ihr euch sonst verhaltet. Ihr setzt euch Risiken aus im Straßenverkehr und das führt immer weiter. Und darum denke ich, die Destruktivspirale, wenn man sie mal, ich sage mal, lostritt, ist schwer wieder zu stoppen. Und sobald wieder Alkohol konsumiert wird, sind alle guten Vorsätze vergessen. Ihr kennt das, ich bin überzeugt davon. Hat nicht nur mit Alkohol zu tun, sondern eigentlich mit jeder illegalen Substanz. Ja, und die Entwicklung, die werdet ihr auch kennen. Viele vielleicht noch nicht bis zum Exzess, also bis ganz tief unten, aber das kann kommen. Jede psychische Krise, da ist nicht mehr viel an Ressourcen da, aus denen ihr schöpfen könnt, um euch aus der Krise zu holen. Und wenn der Alkohol mal als Tröster hinhalten musste oder wenn der Alkohol sich mal als Tröster eingeschlichen hat in die Gewohnheiten, dann wird er das auch weiterhin tun. Und er wird es auch dann tun, wenn es euch ganz beschissen geht. Und irgendwann ist es vielleicht dann der einzige Tröster, den ihr habt, beziehungsweise das einzige. Und das einzige ist destruktiv, weil das Trinken schadet eurem Körper und es schadet eurer Psyche. Das soll jetzt nicht moralisierend sein, aber es ist eine Tatsache. Ihr wisst das und ihr wisst, wie ihr euch nach einem Kater fühlt. Und dieses destruktive Verhalten, das geht dann immer weiter bis zur Selbstzerstörung. Und die Selbstzerstörung, die kann extreme Ausmaße annehmen. Ja, die Eigendynamik der Destruktivität. Und jetzt, und das wird eigentlich selten erzählt, auch nicht in Therapien. In Therapien habe ich es immer wieder gehört, ja, es wird einfacher mit der Zeit, wenn ihr euch schaut und wenn ihr aufhört zu konsumieren. Aber ihr werdet immer damit dagegen kämpfen müssen, dass ihr sauber bleibt. Ihr werdet einen Kampf haben und ihr werdet dieses Thema nie ad acta legen können in eurem Leben. Ja, ich habe es auch nicht ad acta gelegt. Ich habe es jetzt zu meiner, ich sage mal, Freizeitbeschäftigung gemacht. Aber ich habe keine Mühe, um auf Alkohol zu verzichten. Ich habe keine Mühe, um auf Drogen zu verzichten. Der Verzicht ist für mich kein Verzicht. Der Verzicht ist eine Lebensweise und ich fühle mich pudelwohl damit. Ich gehe aus dem Haus, ohne dass ich jemals auch nur eine Spur oder eine Sekunde Angst hätte. Heute könnte ich einen Rückfall bauen, auch wenn es mir mal psychisch nicht so gut geht. Als ich mal eine psychische Krise hatte, war ich kurz die tiefste psychische Krise. Ich glaube, es war Liebeskummer, ja. Da war ich nicht sicher, wie ich reagieren würde, ob ich die Ressourcen nun wirklich auch mobilisieren kann, könnte oder konnte. Und ich konnte das. Ich konnte aus den Vollen schöpfen und es war nie wirklich eine Gefahr. Ich muss und musste und werde mich nicht mehr betäuben. So einfach ist das. Und wie gesagt, was nie gesagt wird, ist, dass auch, also das wird gesagt, jetzt nämlich von mir. Auch die Konstruktivität hat eine Eigendynamik.
Ich habe das immer wieder erlebt. Ich habe angefangen aufzuhören. Ich habe mich ein bisschen um mich gekümmert, habe einen Entzug gemacht, habe mich ein bisschen besser ernährt, vielleicht sogar noch ein bisschen Sport oder ein bisschen gelesen. Und so kleine Dinge, die wurden dann plötzlich selbstverständlich. Das gab dann so neue Rituale, Gewohnheiten. Und ich habe dann auf meinen Körper gehört und habe gemerkt, es geht mir mit jedem Tag besser. Und wenn ihr dieses Bewusstsein und diese Achtsamkeit zulasst, dann es wird zur Nahrung, es wird zum Fundament, es wird zu einem Boden. Und da könnt ihr darauf aufbauen und das entwickelt sich immer weiter. Dann versucht ihr vielleicht mal statt nur den Spaziergang oder so, versucht ihr vielleicht mal eine Runde zu joggen. Und ihr merkt, in der freien Natur ist es wunderbar, die Vögel zwitschern und die Sonne scheint durch die Bäume und ihr merkt, dass es nährt, dass es toll ist. Und dann kommt ihr zurück und denkt, ja, soll ich mich jetzt vor den Fernseher setzen oder eins gamen, irgendwas gamen oder so. Und ihr denkt, nein, vielleicht nicht, vielleicht nehme ich jetzt einfach ein Bad. Oder ihr macht eine Entspannungsübung. Oder ihr lest ein Buch. Ein Buch mit einem Inhalt, der euch auch noch gut tut. Irgendetwas, was euch ebenfalls das Fundament für euer weiteres Leben dienen könnte. Und so sammelt sich das Ganze dann langsam an und euer Gehirn gewöhnt sich daran. Ich habe mir jetzt was Gutes getan, nicht sofort kontern mit etwas Schlechtem, sondern auf etwas Gutes und Gesundes folgt etwas Gutes und Gesundes. Und das dann gibt dann so ein nachhaltiges Wohlgefühl. Und euer Gehirn merkt sich das, wie wohl ihr euch da im Moment fühlt. Und das ist dann konstruktiv. Das ist aufbauend. Und da könnt ihr immer weiter aufbauen, immer weiter, Entspannungsübungen. Okay, dann hab mir mal so ein Shiatsu-Massagekissen gekauft und wenn ich dachte, ist mir jetzt langweilig oder fühle mich unruhig oder so, dann habe ich mich hingelegt oder gesetzt und hab mir den Nacken massieren lassen von diesem Gerät. Ja, hat das genährt und im Moment hat es gepasst und ich wusste, ich kann wieder darauf zurückgreifen. Ich brauche eine Steckdose Strom und irgendwas zum Hinsetzen oder Hinlegen. Und dann steht das zur Verfügung. Okay, ein paar gute Bücher, irgendwas Gesundes, Gutes zu essen und vielleicht auch mal etwas Halbgesundes. Es heißt nicht, dass ihr nur konstruktiv sein müsst. Ihr dürft auch mal über die Stränge schlagen, aber dann auch mit Bewusstsein und so weiter. Das Aufbauen, das Konstruktive, die negativen Verhaltensweisen, Beispiel meine Fingernägel, habe ich auch schon erzählt, die habe ich abgerissen bis zum Anschlag. Und das fiel irgendwie von mir. Irgendwann machte das Ganze keinen Sinn mehr. Auch das Rauchen. Ich erlebe es sehr oft wie Leute, die wirklich auf einem guten Weg sind, auf einem verdammt guten Weg mit der Abstinenz, die Drogen aufgehört haben, die aufgehört haben zu saufen und so. Sie rauchen noch und sie rauchen exzessiv oder sie trinken wirklich exzessiv Kaffee. Und irgendwie schaffen sie es nicht oder irgendwie wollen sie es sich selber nicht gönnen, von diesen unsäglichen Suchtmitteln loszukommen, sich davon zu befreien, zu sagen, ich brauche das gar nicht. Und ihr würdet merken, wenn ihr es mal probieren würdet, ihr braucht es wirklich nicht. Ihr könnt das Zeugs ausschleichen durch, ich sag mal, gesunde Rituale ersetzen oder durch Dinge ersetzen, die euch nicht wirklich schaden. Sagen wir, nein, ich möchte jetzt kein Beispiel nennen. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Dinge. Ihr könnt mal eine Liste machen mit Dingen, die ihr gerne tut oder die ihr gerne esst und dann streicht ihr mal die ganz ungesunden, die nur aus Zucker bestehen oder die nur Fertigprodukte oder so, vielleicht eine gute Frucht. Oder vielleicht gibt es irgendein Gemüse, das ihr besonders mögt. Oder ein Stück Fleisch, halt ein anständiges Stück Fleisch. Dann schaut, dass ihr immer was davon im Kühlschrank habt. Und damit könnt ihr euch belohnen. Als Beispiel. Es sind kleine Dinge, es fängt klein an, es fängt wirklich im Kleinen an. Am Anfang ist ganz klar Schadensbegrenzung, Orientierung, wie, wo, was. Und dann kommt der Beginn
ich sag mal, der Zufriedenheit mit sich selber lernen. Die Zufriedenheit mit sich selber lernen, sich Gutes tun, sich gut fühlen und dieses Gefühl nicht mehr verlieren wollen. Und darum geht es genau. Ihr wollt dieses Gefühl dann behalten und baut darauf auf. Und alles, was von außen her kommt und euch schädigt, oder? Du hast schon finanziell schädigt. Zigaretten, mal ganz ehrlich. Ich appelliere jetzt da nicht an euch, ihr sollt alle aufhören zu rauchen. Aber was verdammt nochmal machen Zigaretten für einen Sinn? Ja. Füllt euer Leben mit konstruktiven Kleinigkeiten. Und diese konstruktiven Kleinigkeiten werden euch belohnen. Sie werden euer Wohlbefinden belohnen. Beziehungsweise, wenn ihr es schafft, euch jeden Tag 2x15 oder 3x15 Minuten in ein Wohlbefinden, in eine Zufriedenheit zu bugsieren, dann wird das zur Gewohnheit. Und verlangt, ich sag mal, im Positiven nach mehr. Ihr werdet achtsamer sein, ihr werdet vorsichtiger sein. Irgendwann überlegt ihr euch, was ihr jetzt da gerade esst oder kauft oder was ihr euch gerade reinzieht im Fernsehen, wann ihr euch wieder zumüllt mit irgendwelchen Push-Nachrichten über irgendwelche Katastrophen am anderen Ende der Welt. Euer Leben findet hier statt, hier und jetzt und nicht am anderen Ende der Welt. Es gibt ganz große Dramen auf dieser Welt. Es gibt ganz, ganz große Dramen. Absolut. Man soll nicht komplett die Augen davor verschließen, aber vielleicht in eine Verhältnismäßigkeit setzen, wie stark euch die großen Dramen dieser Welt auch wirklich im Moment betreffen. Und wenn ihr euch nicht schon morgens mit irgendwelchen Sensationsschlagzeilen über Mord, Totschlag und weiß der Teufel noch was alles zumüllt, dann habt ihr die Möglichkeit, den Tag friedlich, ruhig und besonnen zu beginnen. Und das ist die Grundlage für den ganzen Tag. Und die Destruktivität kann man ersticken. Die Destruktivität, die fängt in eurer Gedankenwelt an. Das ist ganz klar. Der Gedanke sprießt auf, entwickelt ein Gefühl. Dieses Gefühl muss entweder weg, betäubt werden oder es wird bis zum Exzess durchlebt. Manchmal, wie soll ich sagen, bis in die geschlossene Psychiatrie. Das Rotieren, das Grübeln, weiß Gott. Dabei hätte man vielleicht ganz einfach seinem Gefühl bzw. dem Gedanken davor, dem halb oder unbewussten Gedanken, einfach mal Stopp sagen können. Stopp. Gedanke, Stopp. Ja. Konstruktivität, Destruktivität ist kein einfaches Thema, ganz klar. Man muss sich da dessen bewusst sein, was ist für mich gut, was ist für mich schlecht. Das solltet ihr herausfinden, da könnt ihr auch mal eine Liste machen. Macht ihr eh nicht, egal, aber vielleicht macht ihr euch mal Gedanken darüber. Das sind dann die konstruktiven Gedanken, besser als die mit welchem Suchtmittel und welches Fleisch oder welchen Zustand hätte ich nun gerne oder wo kriege ich jetzt am schnellsten was hin? Das nährt euch nicht. Nahrung nährt euch. Nahrung nährt euch. Nahrung in Form von Gesprächen, in Form von wirklicher Nahrung, in Form von Sinneseinflüssen, die natürlich herbeigeführt werden. Sonne, Natur, Düfte beispielsweise. Ich bin jetzt gerade auf der Duftschiene und so. Und da merke ich, wie das neuronal, wie sich das Ganze in meinem Gehirn setzt sich das fest und es ist eine bereichernde Erfahrung, dass ich mit Geschmäckern und mit Düften, die ich so lange nicht geschmeckt und nicht riechen konnte, weil ich mich zugewöhnt habe, nun plötzlich viel besser umgehen kann. Und das, ja, das macht Freude. Das macht Freude und das nährt. Ja, gut. Suchtverlagerung wäre eigentlich das Thema gewesen. Mache ich nächstes Mal. Suchtverlagerung, auch ganz was Wichtiges. Das war das Wochenvideo. Nicht live, dafür hoffentlich mit nicht allzu vielen technischen Aussetzern. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche euch ganz viel Konstruktivität, die, und das verspreche ich euch, wenn ihr sie lasst,
eine Eigendynamik entwickelt. Und ich wünsche euch ganz wenig von der Destruktivität, weil die tut das selber. Okay.